Junge Männer haben in Neukölln eine Polizeistreife angegriffen, weil sie ihrer Meinung nach zu langsam fuhr. In der Karl-Marx-Straße hatten sich die beiden zunächst durch wütende Schreie aus dem Autofenster über den langsam fahrenden Wagen beschwert. Der 26-jährige Autofahrer und sein 19-jähriger Beifahrer hielten dann direkt vor dem Streifenwagen. Während einer Rangelei schlug einer der beiden einer Kommissarin ins Gesicht. Bis zum Eingreifen weiterer Polizisten verfolgten 70 Schaulustige das Geschehen.